Hey yo Leute, Crymax hier und in diesem Video soll es nochmal um das Release-Date der so lang ersehnten Banküberfälle gehen. Und ja Leute, vielleicht hört man es noch an meiner Stimme, ich bin immer noch erkältet. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr, dass ich heute nicht so motiviert ins Mikrofon reinschreien kann, wie ich das sonst immer mache. Und ja, lehnt euch einfach zurück, genießt das Video und ich hoffe, euch stört meine Stimme heute nicht so arg. Auf jeden Fall soll es in diesem Video einfach nochmal um das Release-Date der, wie schon eben gesagt, so lang ersehnten Banküberfälle gehen. Und jetzt noch ganz kurz, bevor das Video startet, ich kann es verstehen, wenn vielleicht der ein oder andere von euch mittlerweile genervt ist von diesen ganzen Infos zu den Banküberfällen und sie kommen doch nicht. Ich denke, ja, wer vielleicht von euch schon seit Anfang an von GTA dabei ist, der wird auf jeden Fall wissen, dass die Banküberfälle eigentlich schon kurz nach dem Release 2013 erscheinen sollten. Kurz nachdem die GTA 5 Online-Server gestartet wurden, sollten eigentlich schon die Banküberfälle erscheinen und wie wir alle wissen, sind die Banküberfälle nicht erschienen. Dann das nächste Release-Date war im Frühjahr 2014, vor einem Jahr, Leute. Da sollten die Banküberfälle dann wieder erscheinen. Rockstar Games hat es sogar angekündigt und wie wir alle wissen, sind die Banküberfälle wieder nicht erschienen. Danach war die komplette Community wirklich übelst deprimiert und die komplette Hoffnung lag dann auf der GTA 5 Next-Gen-Version. Die komplette Community hat wirklich gehofft, dass die Banküberfälle bei der Next-Gen-Version dabei sein werden und ja, wie wir eben auch alle wissen, waren da die Banküberfälle auch nicht dabei. Jetzt jedoch, vor einigen Wochen, hat Rockstar Games mal wieder etwas angekündigt und zwar sollen nun die Banküberfälle oder das Banküberfall-DLC eben einige Wochen vor dem PC-Release-Date erscheinen. Das PC-Release-Date ist der 24. März und ja, wie schon eben gesagt, einige Wochen früher heißt nicht nur eine Woche davor, sondern eben ein paar Wochen davor. Und mittlerweile haben wir jetzt eben den 10.2. und jetzt sind es wirklich nicht mehr viele Tage bis zu diesem Release oder besser gesagt bis einige Wochen vor dem Release, also bis dann die Banküberfälle erscheinen sollen. Und ich habe mir jetzt halt eben so einen Plan gemacht, wann ich denke, wann die Banküberfälle erscheinen. Und ihr könnt mir, ich sag's jetzt schon mal am Anfang des Videos, ihr könnt mir gerne mal dazu dann eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil wie gesagt, das ist nicht sicher, es ist einfach nur meine Meinung dazu, wann ich denke, wann uns jetzt denn tatsächlich die Banküberfälle erwarten werden. Jetzt jedoch noch ganz kurz, bevor ich dann zu meiner Meinung hier komme, wollte ich euch noch was fragen und zwar, ihr könnt mir mal gerne eure Meinung zu dem Valentinstag-DLC in die Kommentare schreiben. Rockstar Games hat dazu dieses Jahr noch gar nichts angekündigt, aber letztes Jahr gab es ja einen Valentinstag-DLC und wir sind jetzt 4 Tage vor dem Valentinstag und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob uns sowas wieder erwartet, ob uns vielleicht wieder diese Thompson Gun erwartet oder der Roosevelt oder vielleicht komplett neue Sachen. Also ich denke mal, Rockstar Games wird da vielleicht noch was bringen. Aber dazu auch eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr zu dem Thema Valentinstag-DLC meint. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Release-Date zu den Banküberfällen. Starten wir vielleicht zunächst mal damit, warum ich mir diesmal so sicher bin und warum ich denke, dass Rockstar Games diesmal die Banküberfälle nicht nochmal verschieben kann. Einfach aus dem Grund, weil wir jetzt schon von mehreren Beta-Testern von der GTA 5 PC-Version erfahren haben, dass bei der GTA 5 PC-Version schon die Banküberfälle dabei sind. Heißt, diesmal werden die Banküberfälle wirklich erscheinen, weil sie einfach schon bei der PC-Version dabei sind und das heißt, dass Rockstar Games die Banküberfälle nicht noch weiter nach hinten verschieben kann, weil sie dann spätestens am 24. März bei der PC-Version dabei sein werden. Ja, heißt, jetzt haben wir wirklich ein festes Datum für die Banküberfälle. Diesmal können sie nicht noch weiter nach hinten verschoben werden. Und Rockstar Games hat eben gepostet, dass die Banküberfälle einige Wochen vor der PC-Version erscheinen werden. Hierbei liegt die Betonung jetzt wirklich auf einige, also auf Mehrzahl. Es heißt nicht eine Woche davor, sondern einige Wochen davor. Und da habe ich mir mal so überlegt, wann könnten denn jetzt die Banküberfälle erscheinen? Wie wir alle wissen, ist in der Spieleszene so, also nicht nur bei Rockstar Games, sondern auch bei anderen Spieleherstellern, zum Beispiel EA oder sowas, ist irgendwie immer so, das Spiel dienstags erscheinen. Und so war es auch bei der GTA 5 Next-Gen-Version und so wird es auch bei der GTA 5 PC-Version sein. Jetzt hatten wir es in letzter Zeit zwar immer mal wieder so, dass DLCs nicht dienstags erschienen sind, aber bei so großen Sachen, wie zum Beispiel dem Banküberfall-DLC oder bei neuen Spielen, denke ich wirklich, dass diese dienstags erscheinen werden, weil es einfach so ist in der Gaming-Szene. Frag mich nicht warum, aber es ist einfach so. Und ja, wir haben jetzt auf jeden Fall noch einige Dienstage, wo dieses dann eben erscheinen kann, also dieses Banküberfall-DLC. Denn wenn wir mal überlegen, so, die PC-Version kommt am 24. März. Wie gesagt, ist ebenfalls ein Dienstag. Der nächste Dienstag davor ist der 17. März. Wieder ein Dienstag davor ist der 10. März. Und jetzt am 10. März sind wir eben genau 2 Wochen vor dem Release-Date der PC-Version. Und da Rockstar Games in dem Post ja von einige Wochen früher gesprochen hat, denke ich mal, wir können davon ausgehen, dass damit nicht diese Zeitspanne von 2
zwei Wochen gemeint ist. Also ich denke mal, es sind auf jeden Fall mehr als zwei Wochen früher und dann bleiben jetzt auf jeden Fall noch drei Dienstage übrig. Das wäre einmal noch der 3. März, der 24. Februar und der 17. Februar und der nächste Dienstag davor ist der 10., also heute. Das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt noch drei Dienstage offen, an denen die Banküberfälle erscheinen werden. Warum? Ich denke, dass auf jeden Fall der 17. schon mal wegfällt, also nächste Woche, weil ich mir persönlich einfach nicht vorstellen kann, dass nächste Woche schon die Banküberfälle erscheinen. So kenne ich Rockstar Games einfach nicht, ich kann es nicht wirklich begründen, aber aus meiner Erfahrung, und ich mache jetzt wirklich schon ziemlich lange für euch GTA-Videos, kann ich wirklich sagen, dass Rockstar Games nicht die Banküberfälle nächste Woche rausbringen wird. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also es kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und nächste Woche ich euch hier schon Videos von den Banküberfällen zeige, aber wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Freunde. So, dann bleiben auf jeden Fall noch zwei Dienstage übrig und das wäre der letzte Dienstag im Februar und der erste Dienstag im März. Also einmal der 24. Februar und der 3. März. Und das sind die Daten, wo ich denke, dass die Banküberfälle erscheinen werden. Also das ist so ziemlich meine Meinung zurzeit. Also was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, ist nur meine Meinung, ist nicht bestätigt von Rockstar Games. Aber diese beiden Daten erscheinen mir persönlich einfach am logischsten. Jetzt mit den ganzen Argumenten, die ich gerade gebracht habe, bleiben einfach irgendwie nur noch der 24. Februar und der 3. März übrig. Und ja, wie gesagt, einfach meine Meinung dazu. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt mal auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps. Und vergesst bitte nicht, eure Meinung dazu in die Kommentare zu schreiben. Also erstmal, denkt ihr, dass uns dieses Jahr wieder einen Valentinstag DLC erwartet? Und wann denkt ihr, erwarten uns die Banküberfälle? Würde mich auf jeden Fall richtig freuen, mit euch darüber in den Kommentaren zu diskutieren. Und ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crymax. Das Ganze vorher keinen Sinn. Ich dachte, der Sinn von dieser komischen Mission ist einfach nur die Kühe von den Fahrrädern zu schlagen. Nein! Oh nein! Oh nein! Aber irgendwie ist dem nicht so. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall so eine Taktik gemacht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall ganz vor. Halte die auf jeden Fall wieder auf, weil die dürfen ja nicht die Fahrräder zum Capture-Punkt bringen. Und,